Herzlich willkommen, Herr Bachersdorfer. Und dann darf ich Herrn Wolfgang Schroll herzlich willkommen heißen. Sie kennen ihn vermutlich als den Geschäftsführer der Vor GmbH, aber auch er hat seine Wurzeln hier im Land. Er war lange Zeit für die Finanzierung im Bereich öffentlicher Verkehr und Verkehrsverbünde zuständig. Auch die heute bereits angesprochenen Park-and-Ride-Möglichkeiten in Niederösterreich waren einmal sein Zuständigkeitsbereich. Er ist unter anderem aber auch Vorsitzender jetzt der Interessensgemeinschaft österreichischer Verkehrsverbünde, blickt also auch über den Vorverbund hinaus. Herzlich willkommen, Herr Schroll. Dann, wie Sie es wollen, entweder ich bleibe in der Mitte stehen und Sie flankieren mich, legen wir gleich los. Vielleicht rückblickend noch und aufgreifend die, wie ich finde, hochinteressanten, weil auch sehr unterschiedlichen Vorträge des Vormittags. Was ist denn bei Ihnen geblieben, beziehungsweise Sie als Experten, gab es Überraschungen, gab es etwas, was besonders spannend oder unvorhersehbar war? Ja, also meines Erachtens sehr beeindruckende Vorträge. Beeindruckend zu sehen von Professor Kummer, wie sich ÖV, wie sich die Instandsetzung, die Attraktivierung von regionalen Zugverbindungen, Zugstrecken rechnen kann. Nicht nur in betriebswirtschaftlicher oder in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht, sondern in so vielen Teilbereichen, auch im Tourismus, auch bei den Arbeitsplätzen. Und ein Punkt, der uns ganz besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, und das freut mich auch ganz besonders, dass das möglich ist, die Leute, die Menschen in der Region zu halten, Stärkung der ländlichen Regionen, ein ganz wichtiger Punkt, den auch die Politik in Niederösterreich verfolgt. Bei dem Vortrag von Professor Möckl, naja, da war es beeindruckend, weil so viele Aufgaben auf uns zukommen. Wir haben ja bei den Themenstellungen für den heutigen Tag gesagt, zeigen Sie uns, was haben wir gemacht, zeigen Sie uns aber auch, was kommt auf uns zu, durchaus kritisch. Und wir sehen durchaus kritische Entwicklungen, die auf uns zukommen. Und das viel zitierte Thema autonome Fahrzeuge wird uns vor große Herausforderungen stellen, vor allem im Konkurrenzkampf oder vielleicht, und so wollen Sie es eher sehen, in Ergänzung dann zum öffentlichen Verkehr. Mhm. Vielen Dank, Herr Scholl, bei Ihnen. Ja, das autonome Fahren ist mir bis jetzt immer als große Gefahrenquelle für den öffentlichen Verkehr nahegebracht worden. Es war immer die Konkurrenz, ist auch etwas angesprochen worden, aber die Prognose war dann ganz deutlich, das Rückgrat schienenpersonengebundener Nahverkehr wird notwendig sein, um eben der drohenden Staulawine beizukommen. Das war das Neue. Ich bin sehr froh über diese deutliche Aussage und ich bin auch überzeugt, dass es ohne dem SPNV nicht gehen wird. Und was ich mitnehme ist, vielleicht ist der eingestellte Bus ja dann ein autonom fahrender Bus und wir kommen auch hier durch diese Technik im ÖV-System weiter, um den Zugang zu verbessern, die Attraktivität verbessern und das PKW-besitzlose Fahren möglich zu machen. Mhm. Wir werden sicher in der Diskussion auch auf dieses Thema dann noch zurückkommen, autonomes Fahren, Konkurrenzsituation oder Ergänzung gewissermaßen. Wir sind ja drei junge Herren, ich darf das sagen, weil wir festgestellt haben, dass wir den gleicher Jahrgang sind, alle drei zufällig. Was davon, was Professor Möckl so angesprochen hat und als Vision da gezeichnet hat, werden Sie noch oder wir noch erleben und verantworten möglicherweise auch? Also ich denke mir, dass wir die Themen Elektromobilität oder nachhaltige Mobilität sehr bald sehen werden. Erste Anzeichen, dass sich die Industrie auch dazu bekennt, sind zu sehen. Investitionen bei den großen Konzernen, um mit den Outlaws ein bisschen, wie sie aus Amerika kommen, mitzuhalten. Ich denke auch, das autonome Fahren, wir waren vor kurzem erst auch in München an der TU und haben uns zum Thema autonomes Fahren, Deep Learning, die Berichte angehört. Dort spricht man von etwa in 5 Jahren, dass die Systeme soweit marktreif sein werden. Wir kommen vielleicht ja noch dazu, genau, dann bei genau, der Diskussion. Genau, ja. Genau, war ein bisschen jetzt außer Protokoll, aber Herr Schroll, auch wenn Sie da diese Frage noch vielleicht beantworten. So nichts Außergewöhnliches passiert, bin ich überzeugt, wir werden alles erleben, alle drei, wie wir hier stehen und wir werden, nehme ich ganz stark an, auch alles noch verantworten, weil die Vorlaufzeit ist ja riesig groß, wenn ich zum Vortrag vom Herrn Husmann überleiten darf. Hier haben wir gesehen, wann man sich Gedanken machen muss, dass dann 10 Jahre später etwas funktioniert. Und ich glaube, gerade im Zusammenspiel mit den Systemen, die wir jetzt brauchen, wieder beim schienenpersonengebundenen Nahverkehr, aber auch das Einbinden mit autonomen Fahren,
werden wir noch viele Schritte verantworten dorthin. Herr Brachersdorfer, vielleicht ganz zurück an den Anfang. Der erste Vortrag von Professor Kummer, da hat er sehr eindrucksvoll, glaube ich, gezeigt, den erfolgreichen Weg der Mobilität in Niederösterreich anhand dieser drei Beispiele. Was sind denn die Erfolgsfaktoren aus Ihrer Sicht? Herr Groß, Sie haben es gesagt, eigentlich in der Replik darauf. Sie haben gesagt, man sieht so klar, wie ein Gesamtkonzept wichtig ist, ein Gesamtkonzept für den Verkehr, für die gesamte Mobilität. Das war ein zentraler Punkt, den Professor Kummer gesagt hat. Und das macht mich froh, darüber berichten zu können. Wir haben im Hintergrund natürlich ein Gesamtkonzept, unser Mobilitätskonzept 2030+. Und in diesem Mobilitätskonzept haben wir einen Leitsatz mit fünf wesentlichen Themen. Der Leitsatz lautet: die Mobilität in ihrer Vielfalt sichern, zukunftsfähig weiterentwickeln und fördern. Und in diesen fünf Punkten steckt die Strategie, und da steckt dahinter, was wir dann letztlich auf den Weg bringen wollen, was wir auf den Weg gebracht haben und wie sich auch unsere Zukunft danach ausrichten wird. Wenn ich da ganz kurz darauf noch eingehen darf. Vielfältigkeit in der Mobilität ist für ein Flächenland wie Niederösterreich mit Zentren, mit Verkehrsachsen, mit ländlichem Raum eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, aber auch eine Herausforderung. Wir haben Maßnahmen definiert, die nicht überall gleich gut funktionieren können. Nicht die gleichen Maßnahmen für den städtischen Bereich werden auch im ländlichen Bereich wirken und umgekehrt. Aber dadurch, dass wir für alle Bereiche zielgerichtet Maßnahmen definieren, glaube ich, dass wir einen dieser Erfolgsbausteine damit erreichen können. Das zweite ist das Sichern, die Vielfalt sichern. Was bedeutet sichern? Sichern heißt für mich einerseits die Mobilität leistbar halten. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mobilität ist ein Teil unserer Daseinsvorsorge. Und wenn diese Mobilität nicht leistbar für alle bleibt, schließen wir Personengruppen, Menschengruppen vom Daseinsprozess aus. Und das wollen wir ganz sicher nicht. Also leistbare Mobilität in der Vielfalt sichern. Zukunftsfähig, da ist viel gesprochen worden. Nachhaltigkeit ist ein Thema, CO2-Neutralität. Das sind Themen, die wir uns zu Herzen nehmen. Wir werden vielleicht auch noch in der Diskussion auf ein oder anderes Projekt zu sprechen kommen, das wir vorbereiten. Gestalten. Gestalten ist das, was auch heute dem Herrn Landesrat schon mitgegeben wurde. Er hat es ja in der Hand, und er hat es bisher in der Hand gehabt, die Landespolitik so auszurichten, dass wir genau diesen Weg in die Zukunft der Mobilität gehen, ins dritte Jahrtausend, in das ÖV-Jahrtausend. Und das, was wir gestalten können, das, was wir in der Hand haben als Land, das wollen wir auch verändern, das wollen wir auch in die Hand nehmen. Dazu gibt es viele Beispiele, ein paar haben wir davon gesehen. Und das dritte ist fördern, überall dort, wo es Mithilfe braucht, um Dinge auf den Weg zu bringen. Ich denke, Elektromobilität, wir sind gerade gemeinsam dabei, erste Busse auch elektrisch auszurüsten. Überall dort, wo es Hilfestellungen noch der öffentlichen Hand braucht, bis es in Bewegung kommt, überall dort fördern wir von Gemeindebussen, Anrufsammeltaxis. Das sind unsere Schienen, die wir in der Zukunft weiterverfolgen werden. In so gut wie allen Referaten wurde ja heute die Wichtigkeit der Schiene betont, auch die wichtige Rolle in der Zukunft prognostiziert. Wie erfolgt denn eigentlich jetzt die Bestellung der Verkehrsdienste und welche Modelle, auch vielleicht anknüpfend an das letzte Referat, können Sie sich da in Zukunft vorstellen oder wünschen Sie sich vielleicht sogar? Ja, das ist natürlich verlockend, an dieses Referat anschließend ein paar Worte sagen zu können. Ich denke, wir werden auch hier einen großen Mix brauchen. Es passiert ja jetzt, der Herr Landesrat angesprochen, mit Fahrplanwechsel am Sonntag. Wirklich ein Meilenstein. Es gibt ziemlich auf allen Strecken Verbesserungen. Das führt uns aber jetzt allalong dazu, dass wir mit den Fahrzeugen schon langsam in die Problematik kommen, dass wir das gar nicht mehr alles anbieten können, was an Sitzplätzen notwendig ist. Wir haben beschränkte Infrastruktur, wir haben beschränkte Sitzplatzkapazitäten in den Fahrzeugen, und der Weg auszuweiten, der fordert jetzt Kreativität ein. Und hier sind alle Modelle, sei es das, was schon in die Wege geleitet ist von Fahrzeugbeschaffungen. Wir sehen auf alle Strecken jetzt den neuen CityJet kommen, aber auch das, was
dann notwendigerweise jetzt verantwortet werden muss im Herangehen auf die neuen Herausforderungen. Das RRX-Modell ist etwas, was wir ganz genau prüfen werden müssen, was wir uns anschauen. Darum waren wir auch schon im Ruhrgebiet und haben uns nicht nur die Landschaft angeschaut, sondern wir haben auch die Modelle angeschaut und wir werden das natürlich in unserer Co-Bestellerrolle mit dem BMFIT genauestens analysieren, was der Weg der Zukunft ist. Und wir reden hier über ein System Südbahn. Das ist ja doch mit dem Semmeringtunnel, jeder weiß, worum es hier geht, eines der dichtest bevölkerten Regionen. Wenn ich von Wien raus nach Süden schaue, da braucht man neue Ansätze. Und das werden wir auch alles begutachten und beurteilen, was wir hier gehört haben und was wir in unserem Umfeld sehen. Ich komme noch einmal zurück auf das Thema Mobilität der Zukunft ausgehend von Professor Möckl. Sie haben da einiges ja bereits angesprochen und gestreift, aber vielleicht ganz klar jetzt und ganz konkret noch einmal an Sie die Frage, wie bereitet sich denn das Land Niederösterreich auf zumindest einige dieser Herausforderungen vor? Ja, die Herausforderungen sind gestellt. Ich bedanke mich noch einmal für den Vortrag, der so klar und deutlich die Entwicklungen gezeigt hat, die Megatrends letztlich der Zukunft, die uns erwarten in der Demografie, in der Bevölkerungsentwicklung, in der Alterung der Bevölkerung, aber auch in dem Zusammenhang mit Digitalisierung, Technologisierung. Alle diese Themen sind von uns nicht wirklich steuerbar. Wir werden aber darauf Rücksicht nehmen müssen und wir werden auch darauf Rücksicht nehmen. Ich sehe in der Zukunft vier Themen, die sich jetzt nebeneinander parallel entwickeln. Das ist das elektrische Fahren, das ist das autonome Fahren, das ist das Thema Intermodalität und das Thema geteilt Fahren. Diese vier Themen entwickeln sich. Wir sehen Carsharing-Modelle in den Städten, wir sehen sie noch nicht im ländlichen Bereich und das ist schon ein Punkt, der für uns ein Zukunftsprojekt sein wird. Wir wollen versuchen, auch Carsharing-Modelle in den ländlichen Bereich zu bringen und nicht nur die ersten drei Jahre, wo wir sie fördern können, sondern Modelle entwickeln, die auch nachhaltig funktionieren können. Wir sind beim Thema Intermodal ja gemeinsam mit dem Fonds dabei, auch bei dem Ticketing uns Dinge zu überlegen, dass das Umsteigen von einem auf den anderen, auf das andere öffentliche Fahrzeug noch einfacher wird, dass das Ticket vielleicht dann schon durchgängig möglich ist, was heute noch ein Zukunftsthema ist. Beim Thema elektrisch haben wir in Niederösterreich die Elektromobilitätsinitiative. Wir fördern zusätzlich zu den Bundesmitteln mit eigenem Landesgeld Elektromobilität, sind auch führend in Österreich bei der Zulassung und Anmeldung von elektrischen Fahrzeugen. Und wir bereiten uns auch, und das ist das Thema, was ich heute auch gehört habe, Raumordnung wird eine so große Rolle mit dem Thema autonomen Fahren spielen. Wir bereiten uns auch hier vor. Wir sind zwar nicht das Land der Fahrzeugtechnologie, wir haben keine großen Fahrzeugbetriebe in Niederösterreich, aber wir haben viele Zulieferer und wir können uns darauf vorbereiten, was wird das autonome Fahren mit unseren ländlichen Räumen, mit unseren städtischen Räumen machen? Worauf müssen wir achten, worauf müssen wir schauen, damit es nicht zu so einer sehr, sehr starken Zersiedelung kommt, dass wir das dem auch Einhalt gebieten können. Mhm. Herr Scholl, ein Stichwort, das wir heute noch ein wenig vernachlässigt haben, ist das Stichwort der Smart Mobility. In dem Zusammenhang hätte ich eine Frage, auch ein bisschen durchaus gebe ich zu persönlich motiviert, weil ich manches Mal finde, dass Mobilität, öffentlicher Verkehr noch nicht immer so smart ist, wie ich mir das manches Mal wünschen würde, wenn ich etwa denke, dass wenn ich in Wien am Stephansplatz einsteige in die U-Bahn und ich will nach Innsbruck zum Goldenen Dachl, dann habe ich da verschiedene Anbieter natürlich, das heißt, ich muss aber auch verschiedene Tickets lösen. Wann wird das ein Ende haben? Wann komme ich mit einem Ticket dann vom Stephansplatz zum Goldenen Dachl? Wegen dem Zeitpunkt bin ich froh, dass Sie es persönlich als Kunde formulieren. Jetzt kann ich die Kundensicht hier betonen, ein bisschen Zeit schinden. Nein, die Sache ist einfach die, natürlich leben wir in einer Welt, wo Verkehrsunternehmen ihre Leistungen anbieten und natürlich auch auf das aufbauend ihre Vertriebssysteme eingerichtet haben. Der Automat beim Bahnhof oder die App am Handy, alles kommt von den Unternehmen und ist natürlich auch auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Unternehmen eingeschränkt. Zum Glück ist mit diesen Anforderungen an den ÖV, und wir haben halt mehrmals schon gehört, Gesamtplan, Gesamtbetrachtung, Intermodalität, ist eine neue Anforderung vom Kunden da, die ist sehr wohl bereits aufgeschlagen bei den Verbünden, bei den ÖBB, natürlich auch bei denen, die öffentlichen Gelder verwalten und sagen, das muss besser werden, als es heute ist. Und hier bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass die gemeinsame
Herangehensweise an das Problem, ich sage jetzt, gemeinsamer Vertrieb, gemeinsames Ticketing, schon sehr rasch zu sehen sein wird. Ich glaube nicht, dass wir hier noch 10 Jahre Zeit haben. Ich glaube, das wird in den nächsten paar Jahren für den Kunden sichtbar sein, weil der muss es ja nutzen. Und ich kann ja dann Hochschulabschluss für das Bedienen also eines Automaten voraussetzen. Ich möchte von A nach B fahren und das möglichst einfach. Mit der Auskunft haben wir es geschafft und ich hoffe, dass jetzt sehr, sehr schnell und ich bin zuversichtlich, auch der Kauf hier heraus möglich ist. Super, Ihr Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank für diese Interviewrunde. Ich bitte Sie gleich da zu bleiben. Wir wollen ja gleich weiter diskutieren und weiter reden. Und ich darf dazu auf die Bühne bitten, die Referenten des Vormittags und den Herrn Landesrat, damit wir gleich einsteigen ohne Zeitverzug. Ich glaube, es gibt keine fixe Sitzordnung. Wir kennen einander und die Damen und Herren im Auditorium kennen Sie. Und wir legen gleich los. Und meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt schon bitten, sich noch einmal zu erinnern, wo waren die Fragen, die aufgepoppt sind bei den Vorträgen, beziehungsweise auch aus dieser ersten Runde, die wir jetzt auf dem Podium hier machen wollen, dann folgend, wo sind Fragen, Anmerkungen, Kommentare Ihrerseits. Es wird dann ein Mikrofon unterwegs sein, das heißt, Sie werden dann auch gut hörbar sein. Legen wir vielleicht los, Herr Landesrat, ich möchte mit Ihnen beginnen, weil der Professor Kummer hat das so schön gesagt, man soll ja auch an diesen Projekten, über die man spricht und über diese Dinge auch Freude haben. Und Sie haben das bei der Maria Zellerbahn so betont und darum haben Sie sich für den Schluss aufgehoben. Ich beginne jetzt bei Ihnen, Herr Landesrat, mit dieser Frage. Was hat denn im Zusammenhang mit dem öffentlichen Verkehr Ihnen besonders Freude gemacht in dieser Zeit, in der Sie jetzt auch dafür verantwortlich sind? Sie haben am Beginn ja schon einiges angesprochen, aber sozusagen die Highlights, wenn Sie sich an die erinnern oder so ein bisschen Revue passieren lassen. Naja, wenn man von Freude spricht, eine besondere Freude verspürt man ja dann, wenn man sich vorher besonders angestrengt hat. Und so gesehen gibt es einige Projekte, die teilweise jetzt in meiner Verantwortung als Landesrat, manche auch schon über Jahrzehnte im Land diskutiert wurden und dann zu einer Umsetzung kommen konnten. Und ein Projekt, das an sich dann relativ rasch ging, aber auch vorher schon über Jahrzehnte diskutiert wurde und höchstwahrscheinlich in die Zukunft hinein das größte verkehrspolitische Projekt, ich sage jetzt bewusst, meiner Zeit war, ist ganz, ganz sicher das Top-Jugend-Ticket. Denn es gab immer schon die Diskussionen, wie man das ausweiten kann, dass der Schülertransport von zu Hause an den Schulstandort dann auf das ganze Gebiet und auf alle Möglichkeiten und jeden Tag und nicht nur an den Schultag und so weiter ausgeweitet wird. Aber es gab halt immer viele Bedenkenträger und vieles, was dagegen stand. Und das konnten wir damals, kurz nachdem ich Landesrat wurde, in Verhandlungen mit dem damaligen Verkehrsminister und Familienminister, weil das ist über das Familienministerium vor allem gegangen, mit der Lena interessanterweise sehr rasch erreichen, dass wir dieses Top 60 Euro Jugendticket geschaffen haben, weil damit, und ich glaube, das ist das Wichtigste dabei, die Kinder und Jugendlichen gelernt haben, den öffentlichen Verkehr zu nutzen und das dann auch später zu machen. Denn wenn jemand mit 10, 12, 14 Jahren gewohnt ist, auch seine Freizeitwege mit dem öffentlichen Verkehr zu nutzen, dann macht er das später auch in seinem Alltagsleben. Und das hat sich auch bewahrheitet und ich habe es an den eigenen Kindern bemerkt, dass es wahrscheinlich das größte Zukunftsprojekt für den öffentlichen Verkehr war und ist und sicher eine der wichtigsten Errungenschaften, die also hier gelungen sind. Das Zweite, ebenfalls immens lange diskutiert und auch natürlich mit vielen, nicht nur Diskussionen, sondern auch vielen auch kritischen Punkten umgesetzt, war ganz sicher die Taktplanung, dass wir also hier es geschafft haben, endlich den Taktfahrplan nicht nur hier in Österreich, sondern in ganz Österreich umzusetzen, weil das auch bedeutet hat, dass wir an manchen Strecken auch Halte herausnehmen mussten, um eben, ich sage jetzt bewusst, die Kunden genau zu erreichen, dass dann am Bahnhof mit kurzem Aufenthalt umgestiegen werden kann. Und daher natürlich viele Diskussionen in den jeweiligen Gemeinden, die betroffen waren, an den jeweiligen Strecken, die betroffen waren. Aber schlussendlich hat sich gezeigt, dass mit einem fast jährlichen Plus von 8% an Fahrgästen, die wir seit diesem Umstieg haben, dass das jedenfalls eines ganz der wichtigsten Projekte war und sich auch total rentiert für den öffentlichen Verkehr. Und das Dritte, und das war wahrscheinlich medial und auch in der Diskussion das schwierigste Projekt, war natürlich die Tarifgestaltung, dass wir endlich einen Tarif von A nach B haben, egal ob man mit dem Bus fährt oder mit der Bahn, egal von wo man wegfährt, weil es gab ja vorher den VVNB und den VOR und unterschiedlichste Preisgestaltungen. Aber natürlich auch hier war es so, dass
wenn man Tarife neu gestaltet, gibt es eben, Gott sei Dank, bei uns war es so, mehr Gewinner, aber es gibt auch Verlierer und die Gewinner sagen still und leise Danke und behalten das für sich. Die Verlierer sind jene, die Briefe schreiben, die an die Zeitungen gehen und die natürlich auch ihre Bürgermeister motivieren, hier endlich aktiv zu werden und dieser drohenden Ungerechtigkeit von Anfang an anzukämpfen. Aber, und so ist die Zahl im Nachhinein betrachtet, allein, dass wir innerhalb eines Jahres von 42.000 Jahreskarten auf 52.000 erhöhen konnten, zeigt, dass es eine richtige Entscheidung war. Und heute ist die Soße gegessen und alle sind glücklich, dass wir endlich diese A nach B-Tarife haben, weil das auch bedeutet hat, modern über Internet buchen zu können, so weiter war ja vorher alles nicht möglich, weil es hier unterschiedlichste Strukturen gab, von niemandem erklärbar, irgendwann einmal historisch begründet. Und so gesehen waren das wahrscheinlich die drei wichtigsten Projekte im öffentlichen Verkehr. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Herr Professor Kummer, ich möchte zurückkommen noch einmal auf Ihren Vortrag. Sie haben da ja sehr eindrucksvoll eben bewiesen und gezeigt, welche Auswirkungen Investitionen in den öffentlichen Verkehr haben. Anhand dieser Beispiele, wenn ich noch einmal erinnern darf, Mariazellerbahn, Tulln und Krems. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf oder erhebt sich die Frage, ist das übertragbar auch auf andere Regionen? Sind diese Ergebnisse übertragbar auf andere Regionen oder ist es dann doch wieder nicht so einfach? Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Land Niederösterreich relativ rational vorgeht und deswegen natürlich zuerst die besten Strecken gemacht werden, nicht? Und deswegen ist es natürlich, jetzt wird es, um auf Ihre Frage zu kommen, die nächsten Strecken wären vielleicht nicht ganz so einfach. Also das heißt, man müsste sich noch mehr anstrengen, dass man die Wirkungen erzielt. Aber ich glaube, wir konnten schön zeigen, dass gerade bei der Mariazellerbahn und bei den anderen Beispielen sowieso wir doch eine sehr, sehr gute und weit über die Erwartung, zumindest meine Erwartungen liegende Wirtschaftlichkeit haben und Wirkung vor allen Dingen für die Bevölkerung haben. Insofern bin ich da optimistisch, dass das bei den anderen auch so ist. Aber meine Empfehlung wäre, man soll sich ja nicht ausruhen, ne, sondern vielleicht müsste man jetzt überlegen, auch wenn wir das verknüpfen, nicht, müsste man überlegen, ob wir nicht vielleicht in Zukunft mal auch auf den Nebenstrecken gegebenenfalls irgendwie innovativere Lösungen noch einbringen, dass wir vielleicht autonom fahren, auch auf der Bahn. Das war immer, ist schon mal eines meiner Lieblingsprojekte, aber man muss immer auch ein bisschen vorsichtig sein als Wissenschaftler, dass man nicht über das Ziel hinausschieft. Ne? Aber also meine Grundsatzaussage wäre natürlich, ja, ich glaube, es gehen sicher noch einige Strecken da, die Zulaufstrecken nach Wien sowieso. Wir müssten was Neues tun. Und das Dritte wäre allerdings, und das ist fast meine Befürchtung, wir müssen aufpassen, weil Herr Möckler ja gesagt hat, die Straße muss aufpassen. Ich sehe es eigentlich ganz anders. Ich sehe die Engpässe gar nicht auf der Straße, sondern wir werden da sogar noch Vorteile gewinnen. Wir müssen auf der Schiene aufpassen, dass wir keine Engpässe haben. Denn hier haben wir den Konflikt mit Güterverkehr und Personenverkehr. Und wir haben das, Sie kennen das vielleicht nicht so, aber in München haben wir gleiche Problematik, dass wir im Großraum Wien Riesenprobleme haben. Das heißt also, wenn das Land Niederösterreich super erfolgreich ist und wir verdoppeln jetzt die Fahrgäste immer noch und Gott sei Dank oder vielleicht auch leider, erstens mal, wenn Sie von Niederösterreich nach Niederösterreich fahren, fahren Sie zum Teil über Wien, nicht? Also das ist eine Problematik und viele wollen auch zum Flughafen und zum Arbeiten. Also ich glaube, uns wird es nur gegründet, insofern, da kann Herr Scholl ja vielleicht auch noch einiges zu sagen, aber wir brauchen eben ein Gesamtkonzept auch in Wien, Niederösterreich, nicht? Und wir werden auch an zusätzlichen Investitionen da nicht vorbeikommen, ne? Vielen Dank. Weil wir schon beim Thema jetzt Umlegbarkeit und Übertragbarkeit sind, möchte ich Sie fragen, Herr Hussmann, Sie haben uns das erklärt, wie das in Deutschland mit der Regionalisierung gelaufen ist und läuft. Wie weit wäre jetzt das von Ihnen beschriebene Modell mit dem RRX, heißt es, glaube ich nicht, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Also Sie kaufen das Fahrzeug als Verbund und stellen es dann den Betreibern zur Verfügung, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt übertragbar zum Beispiel auf Niederösterreich. Also das deutsche und das österreichische Recht sind ja jetzt nicht so unterschiedlich, dass man das nicht übertragen könnte. Da habe ich mir natürlich auch, bevor ich hier hingekommen bin, schon Gedanken zugemacht und prinzipiell ist das übertragbar. Man muss sicherlich die ein oder andere Vorschrift beachten, die gesetzlich hier ein bisschen anders ist, aber die Struktur könnte im Prinzip so bleiben. Man muss sich im Prinzip eigentlich nur Gedanken machen, welches Portfolio will ich ausschreiben, analysieren, was brauche ich dafür, was brauche ich für Fahrzeuge. Sinnvollerweise, ich sagte das ja eben, sollten es mehr als 50 Fahrzeuge sein, damit man auch wirtschaftliche Angebote seitens der Industrie bekommt. Und dieser Lebenszyklusansatz ist insofern ja sehr vorteilhaft.
Sie haben einen nachhaltigen Ansatz. Das heißt, Sie produzieren Fahrzeuge ganz anders, nicht unter reinen Kostengesichtspunkten, wobei das Interessante ja ist, die Fahrzeuge waren günstiger als sonst klassisch beschaffte Fahrzeuge. Daran sieht man, wie viel Potenzial dann drin steckt, wenn neu entwickelt wird. Und Sie haben natürlich über Energie, wenn Sie es zum Beispiel werten, auch noch einen Umweltfaktor drin. Und was man nicht vergessen darf, wenn Sie Verkehrsverträge mit 15 Jahren ausschreiben, dann kann ja in der Folgeausschreibung ein neuer Betreiber kommen. Dann müssen Sie den Personalübergang regeln. Haben wir übrigens auch einen Lösungsansatz für. Während bei diesem Modell Instandhaltung 30 Jahre lang ein Arbeitsplatz gesichert wird. Das war bei uns eine große Diskussion. Aber die EVG hat einen Tarifvertrag, die IG Metall hat einen Tarifvertrag und der zahlt auch noch besser. Und insofern war das mit einem Lebensarbeitsplatz, wenn man so will, natürlich durchaus ein attraktives Angebot, auch im gesellschaftlichen Sinne. Ne? Ich denke, das ist nicht so schwer. Wir würden Sie unterstützen. Das haben wir ja auch bei anderen Ländern bei uns gemacht, wie Baden-Württemberg, ich sagte das. Und es würde mich freuen, wenn Ihnen etwas in diesem Sinne gelingt. Mhm. Herr Landesrat, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen wollen oder ob Sie sich das dann nachher sozusagen untereinander ausmachen wollen, aber ich stelle es Ihnen frei. Dass wir natürlich auch im Zuge des Verhandelns über den Verkehrsdienstevertrag manches aus diesen Modellen auch bei uns schon andenken, ist unbestritten und kennt auch der Partner Österreichische Bundesbahn, weil wir gerade auch in der Fahrzeugbeschaffung davon ausgehen, dass eben Lebensdauer 30 Jahre, unsere Verkehrsdienstverträge gehen auf 10 Jahre, kann man auch darüber diskutieren, ob das nicht länger sein soll, weil das hier angesprochen worden ist und wir natürlich dann Fahrzeuge hier gemeinsam ankaufen würden, wo wir uns Gedanken machen müssten, was heißt das dann in der zweiten oder dritten Ausschreibungsvariante, ob es nicht hier einen einheitlichen Pool geben soll, dass auch wir darüber nachdenken, ob man nicht den Losen ausschreibt, weil wir auch wissen, das ist heute von Wolfgang Scholl die Südbahn angesprochen worden, dass durch den Semmering-Basistunnel sich hier vieles verändern wird und wir nicht den großen Wulst auf einmal, sondern auch hier abgestimmt in Zukunft gestaltet wissen wollen, ist eine Diskussion. Natürlich auch die Brutto-Netto-Frage wird bei uns sehr, sehr offen diskutiert. Das heißt, es gibt hier vieles, das bei uns derzeit hier in Diskussion ist, wo wir als Land natürlich unsere Positionen haben. Der Standort bestimmt den Standpunkt, wo die Österreichische Bundesbahn natürlich ihre Standpunkte haben. Und ich bin aber sicher, dass das, eben weil wir ja gemeinsam wollen, dass hier der öffentliche Verkehr mehr Zukunftschancen hat, auch zu gemeinsamen guten Lösungen führen wird. Mhm, vielen Dank. Herr Möckel, weil diese Frage jetzt doch schon seit längerem im Raum steht, gewissermaßen, dass die von Ihnen angesprochene Entwicklung im Individualverkehr, Stichwort autonomes Fahren, eben mehr Konkurrenz oder doch mehr sinnvolle Ergänzung sozusagen komplementär zum öffentlichen Verkehr? Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite, ja, es kann das ergänzen, den öffentlichen Nahverkehr, gerade weil es als Zubringer dienen kann. Dr. Prachtersdorfer sprach über das intermodale Ziel und da hat das autonome Fahrzeug ein ganz großes Potenzial, um Fahrgäste zum öffentlichen Verkehr hinzubringen. Aber die große Gefahr besteht, ist der Passagier, der einmal im autonomen Fahrzeug sitzt, bereit, dann auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen? Oder bleibt die Person sitzen im autonomen Fahrzeug und fährt direkt durch bis zum Ziel? Und ich glaube, das sind zwei Stellgrößen, die darüber entscheiden, ob jemand dann umsteigt auf den öffentlichen Nahverkehr oder nicht. Das eine ist der Preis. Wird das autonome Fahrzeug so günstig sein, dass es konkurrenzfähig zum öffentlichen Nahverkehr ist? Und das andere ist die Reisezeit. Also wenn man sich anschaut, nach Wien pendeln jeden Tag 500.000 Fahrgäste in die Stadt aus Niederösterreich hinein, von denen im Moment ein Drittel den öffentlichen Nahverkehr benutzt. Wenn wir die alle jetzt auf die Straße in autonomen Fahrzeugen setzen, das würde den totalen Stillstand erzeugen. Das heißt, wir haben gar nicht die Kapazität auf dem Straßennetz, dass alle auf das Auto umsteigen. Entsprechend wird es auf diesen Hauptachsen weiterhin einen klaren Vorteil der Schiene geben, weil sie einfach schneller Fahrgäste transportieren kann, weil die Kapazitäten größer sind. Aber unsere Simulationsmodelle sagen vorher, dass es im ländlichen Raum in einer harten Konkurrenzsituation für den öffentlichen Nahverkehr kommt. Mhm. Und ich glaube, da ist die große Herausforderung an die Politik und auch an die Wissenschaften und die Verkehrsbetreiber, dort Konzepte zu entwickeln, wie kann der öffentliche Nahverkehr weiterhin so attraktiv sein,
dass möglichst viele noch auf der Seite gehalten werden, wie kann er weiter beschleunigt werden, dass das autonome Fahrzeug nicht zu sehr zur Konkurrenz wird, sondern wirklich unterstützen kann den öffentlichen Nahverkehr. Vielen Dank. Herr Brachersdorfer, ein Grund, warum man im Moment vielleicht nicht auf den öffentlichen Verkehr umsteigt, ist dieses berühmte Thema der letzten Kilometer oder der letzten Meile, wie man so schön sagt. Das ist dann mitunter der Grund, warum man doch vielleicht beim Auto bleibt und mit dem Auto fährt. Gerade im ländlichen Raum ist das natürlich eine Herausforderung, die Bewältigung der letzten Meile. Gibt es dazu Konzepte eigentlich konkret in Niederösterreich? Da gibt es Konzepte in Niederösterreich, wobei ich zunächst sagen möchte, Individualverkehr, vor allem im ländlichen Raum, ist für uns keine schlechte Nachricht. Wir brauchen und werden den Individualverkehr auch in Zukunft als Zubringerfunktion im ländlichen Raum benötigen. Und ich denke aber an die Zeit, wo wir den Verkehr ökologisch abwickeln können, wo wir ihn nachhaltiger abwickeln können, dann wird sich das Thema vor allem im ländlichen Raum auch nicht mehr so sehr stellen, wenn wir dann mit zum Beispiel Elektrofahrzeugen zum ÖV gelangen können. Ja, wir haben aber auch Konzepte. Wir haben, wenn wir zum Beispiel das Thema Anrufsammeltaxis betrachten, dann haben wir etwa schon ein Drittel der Gemeinden in Niederösterreich, die mit einem Anrufsammeltaxidienst ausgerüstet sind, und etwa 70 Gemeinden sind derzeit in der Pipeline, die Anrufsammeltaxis einführen wollen. Wir haben das so gestaltet, dass die Tarife schon sehr nahe auch am ÖV-Tarif sind, und diese Individualisierung auch des öffentlichen Verkehrs, glaube ich, wird eine der wesentlichsten Erfolgsrezepte der Zukunft sein, vielleicht dann auch einmal autonom, jetzt einmal auf jeden Fall noch mit einem Fahrer oder einer Fahrerin im Fahrzeug. Ein zweiter wichtiger Punkt für diese Last Mile ist dann auch das Ankommen beim ÖV. Das ist der Bahnhof, das ist die Abstellanlage, Park-and-Ride-Anlage. Und wir haben, das hat man im Film ja gesehen, sind da sehr ehrgeizig. Wir haben mehr Anlagen als ganz Österreich zusammen, wollen 2025 die 50.000 Stellplätze für die PKWs erreichen. Und auch bei den Bahnhöfen sind wir mit unserem Partner ÖBB ganz gut unterwegs. Wir haben mittlerweile 34 Bahnhöfe saniert, 31 stehen in der Zukunft im dritten Bahnhofspaket an. Auch da investieren wir fleißig und intensiv in dieses Willkommen, in dieses Tor für den öffentlichen Verkehr. Herr Scholl, Sie sind heute für sozusagen die Anlaufstelle für mich, was das Thema Ticket betrifft. Gleich anknüpfend an das, was Herr Brachersdorfer jetzt gesagt hat, wenn dann das Problem mit der letzten Meile gelöst ist, erhebt sich ja immer noch die Frage, wie das dann auch auf dem Fahrschein abgebildet ist. Was zahlt der Fahrgast dann im Endeffekt? Ja, das ist ein weiterer Aspekt für die Frage, die wir zuerst gerade diskutiert haben. Es kann nur gemeinsam gehen. Dem Kunden ist es egal, wer seine Mobilitätsdienstleistung erbringt. Er möchte diese Dienstleistung genießen, in Anspruch nehmen. Er möchte von A nach B fahren. Und wenn wir die letzte Meile technisch lösen, dann werden wir sie gemeinsam im Vertrieb auch am Fahrschein lösen. Das ist natürlich elektronisch um einiges einfacher als am Zettelfahrschein, den Sie angesprochen haben, weil ein günstiges Fahrzeug, ich sage jetzt ein Kleinbus, hat in aller Regel keinen Fahrscheindrucker. Also wird man den Kunden dorthin hoffentlich am Weg begleiten können, dass der Zettelfahrschein immer mehr zum elektronischen Fahrschein wird, und dann ist auch dieses Problem leicht im Griff, weil dann geht es um Einsteigen, um Erkennen des Fahrgastes, und hier haben wir sehr viele internationale Beispiele von Check-in, Be-out und wie auch immer diese Kürzel heißen. Auf jeden Fall technisch passiert hier wahnsinnig viel, und wenn wir es in der Branche gemeinsam machen, dann wird auch dieses Problem sehr rasch gelöst sein. Vielen Dank. Herr Landesrat, vielleicht noch ein. Ich wollte ganz kurz nur einen einfach mal. Dieses Problem mit dem autonom fahrenden Fahrzeug stelle ich mir so vor. Das Ticket, da ist das mit entschlossen, da steht drin auf dem Fahrzeug, das Land Niederösterreich bezahlt diese letzte Meile mit 2 Euro. Und wenn du weiterfahren willst, dann kostet es 50 Euro oder 30 oder 20, was auch immer. Okay. Weil das wär eigentlich konsequent. Herr Landesrat, bevor wir die Damen und Herren jetzt bitten, auch Ihre Fragen zu stellen, eine Frage, eine ganz konkrete hätte ich noch an Sie, und zwar zum Stichwort Regionalbahnen. Jetzt ist ja bekannt, dass Niederösterreich die meisten Regionalbahnen hat, auch was die Streckenlänge gesamt betrifft. Sind abgelegene Bahnen heute überhaupt noch sinnvoll, oder sind die Regionen nicht viel einfacher mit Bussen zu bedienen? Naja,
Es bleibt aber, dass überall dort, wo für uns Bahn sinnvoll ist, Bahn bleiben muss aus unserer Sicht und gleichzeitig es aber eben auch das System geben muss, dass zum Beispiel der wendige Kleinbus vernünftiger ist, um die Mobilität zu lösen, als eben zu glauben, überall hin kann eine Bahn gebaut werden. Und ich denke, dass also gerade dieses Beispiel der Mariazeller Bahn, und da bin ich jetzt Professor Kummer sehr dankbar, weil es gezeigt hat, dass das, was wir im Bauchgefühl schon immer bemerkt haben, denn es ist wirklich so, dass die Mariazeller Bahn in der Region, ich sage es jetzt bewusst übertrieben, fast vergöttert wird, weil die Menschen gemerkt haben, erstens, das Land, die Politik glaubt an diese Region, investiert hier sehr viel Geld. Zweitens, es ist auch angesprochen worden, es gibt dort plötzlich, alles zusammen sind es über 140 Arbeitsplätze. Zumeist waren das neue Arbeitsplätze, wo Menschen vorher in anderen Berufen waren und plötzlich waren sie bei dem Verkehrsträger der Region und sind sogar beruflich unter Anführungszeichen aus ihrer Sicht aufgestiegen und stolz auf dieses Unternehmen geworden und haben das aber auch in der Freundlichkeit, in der Dienstleistung auch gezeigt an die anderen Menschen, dass sie stolz darauf sind, hier tätig sein zu können und das also mit Höflichkeit, Freundlichkeit und so weiter auch an die Fahrgäste weitergegeben. Und daher werden die dieses Beispiel auch betrachten und ich sage es wirklich auf einen einfachen Nenner gebracht. All die Bahnen, die heute fahren, müssen auch in Zukunft fahren. Und wir werden, und das haben wir ja jetzt auch schon mit den österreichischen Bundesbahnen ausverhandelt und da gibt es ja auch einen Vertrag, den wir, Landeshauptfrau Johanna Mick-Leitner, Vorstandsdirektor Andreas Matte, ÖBB, gemeinsam unterschrieben haben. Gemeinsam in den nächsten Jahren, bis 2030 ist das jetzt anberaumt worden, mit ziemlich klaren Zeittabellen, 845 Millionen Euro investieren und da sogar überwiegend in diese Regionalbahnen, sprich Kamptalbahn, Dreisentalbahn, Erlauftalbahn, Puchberger Bahn, Franz-Josefs-Bahn, Schweinbarter Kreuz und so weiter, weil wir davon überzeugt sind, dass es ohne diese Bahnen dort gar nicht geht. Und ich bringe ein kleines Beispiel. Derzeit ist es so, dass allein mit der Kamptalbahn sind knapp 1200 Schülerinnen und Schüler unterwegs. In der Früh und dann heute am Nachmittag so zwischen 13 und 15 Uhr. Müssten wir die mit Bussen durch das Kamptal führen, wäre das ein Verkehrschaos pur. Das heißt, das geht nur mit einem Massenverkehrsmittel wie der Bahn. Und daher kann ich hier diese klare Zusage machen, dass wir zum einen viel investieren müssen, denn, und das kann hier auch angemerkt werden, die österreichischen Bundesbahnen haben diese Nebenbahnen aus ihrer Sicht verständlich, weil sie eben in die Fernverkehre überwiegend investiert haben, natürlich nicht mehr als oberstes Prinzip gesehen und daher ist dort vieles neu zu machen, von der Barrierefreiheit her, von natürlich auch den Trassen her. Wir haben dort sehr viele Langsamfahrstellen, wir brauchen neues Zugmaterial, neue Fahrzeuge. Das heißt, es muss hier vieles passieren, aber das ist unser wirkliches Credo, das machen zu wollen und auch machen zu müssen, weil wir nur so die Mobilität für die Zukunft in der Qualität, wie wir sie uns erwarten, gerade auch wieder umweltgerecht, sparsam, effizient damit aufrechterhalten können. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, jetzt sind Sie aber wirklich am Wort. Wo sind Ihre Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Bitte sehr, Sie waren die Erste. Das Mikrofon ist schon unterwegs zu Ihnen. Ja, ich möchte mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Martina Schalko, ich komme vom Verkehrsministerium. Und nachdem wir in Österreich eine andere Situation haben wie in Deutschland, nämlich dass der Bund 85% der gemeinwirtschaftlichen Verkehre finanziert und wir jetzt diese Verkehrsdiensteverträge ausarbeiten, habe ich natürlich auch ein paar Anmerkungen zu Ihnen, Herr Husmann. Danke für den Vortrag, das war sehr spannend. Für mich war es vor allem, Sie haben gesagt, man muss zunächst einmal die Entscheidungsgrundlagen festlegen. Das heißt, man muss überlegen, welche Fahrzeuge man will, man muss eine Wirtschaftlichkeitsrechnung machen, man muss sich überlegen, ob man einen Brutto- oder einen Nettovertrag macht. Man muss ein einheitliches Qualitätsmanagement machen und viele Dinge mehr. Und das ist aber genau das, was wir gemacht haben, auch im Rahmen der Direktvergabe. Und wir haben ja die Aufgabe, mit 9 Bundesländern in Österreich zu verhandeln, obwohl wir gleich groß sind wie Ihr Verkehrsverbund, glaube ich, zumindest von den Einwohnern. Und das ist die wichtige Botschaft, dass es unabhängig von der Wahl des Vergabeverfahrens notwendig ist, zunächst einmal als Aufgabenträger zu überlegen, welche Dinge möchte ich und diese festzulegen. Und aus unserer Sicht ist der letzte Schritt, dann zu überlegen, welches Modell ist jetzt günstiger, schreibe ich aus oder vergebe ich direkt. Das ist unsere Vorstellung. Wir haben genau das Gleiche gemacht. Wir haben KCW beauftragt, wir haben die Kostenvergleiche. Also es ist so. Ja. Es ist jetzt nicht nur eine Frage der Ausschreibung, sondern Sie müssen sich diese Dinge vorher überlegen. Dafür bin ich dankbar, dass Sie das auch bei dem wettbewerblichen Verfahren so dargestellt haben.
Der zweite Punkt sind die Fahrzeuge. Ihr Modell ist ein Fahrzeugpool, das ist, wird auch von uns immer wieder überlegt. Wir haben jetzt den Zugang, wir verhandeln ja, einverhandeln momentan einen Verkehrsdienstevertrag mit Vorarlberg, haben 3 Vorinformationen für eine Direktvergabe heuer schon geschalten. Und wir haben den Zugang, dass wir uns auf 20 Jahre committed haben, nämlich eine Wiedereinsatzgarantie. Das heißt, dass auch der Aufgabenträger hat in diesem Modell dann die Möglichkeit, die Fahrzeuge weiterzuverwenden. Und das, die Überlegung war auch deswegen, weil es auch ein gewisses Risiko birgt. Wir haben heute gehört, wie sie die technische Entwicklung voranschreitet. Und wenn ich für einen ganzen Lebenszyklus diese Fahrzeuge habe, obwohl es beim Schienenbereich wahrscheinlich anders ist als im Busbereich oder im Autobereich, übernehme ich auch ein gewisses Risiko, weil ich bin damit gebunden für diese Zeit. Wir haben uns auf 20 Jahre vereinbart, dass wir jedenfalls eine Wiedereinsatzgarantie unabhängig vom Betreiber für die nächste Periode haben. Sie haben gesagt bei der Folie, es gibt kein Risiko für den Aufgabenträger, soweit ich das mitbekommen habe. Das hätte ich noch ganz gerne ein bisschen präzisiert, weil ich gehe davon aus, dass es Investitionen erforderlich waren und die ja dann auch letztlich der Steuerzahler oder der Aufgabenträger übernehmen muss. Und eine Richtigstellung möchte ich noch machen, das ist mir wichtig. In einer Folie haben Sie geschrieben, dass es nur mehr wettbewerbliche Vergaben gibt durch die neue PSO oder durch die PSO allgemein. Das ist aus unserer Sicht nicht richtig, weil ich habe nach wie vor die Wahlmöglichkeit zwischen Direktvergabe unter bestimmten Voraussetzungen und dem wettbewerblichen Verfahren. Okay, danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Husmann. Ich hoffe, Sie haben sich alles gemerkt. Die Antwort kann auch kürzer ausfallen als die Frage. Sonst darf sie mich auch erinnern. Ich war besonders betroffen, deswegen war es wichtig, das zu sagen. Fange ich vielleicht mit dem letzten Gesichtspunkt an. In der EU-Verordnung steht drin, Wettbewerb und die Möglichkeit einer Direktvergabe. Warum geht es in Deutschland nur mit Wettbewerb? Weil das Wettbewerbsrecht in Deutschland nur Wettbewerb vorsieht. Ich selbst habe intensiv an einem Verfahren mitgewirkt, das im Ergebnis beim Bundesgerichtshof zu der Entscheidung führte, dass nach deutschem Recht nur Wettbewerb möglich ist. Jetzt können Sie vielleicht sagen, nach österreichischem Recht gibt es auch die Möglichkeit einer Direktvergabe. Was setzt eine Direktvergabe voraus? Dass Sie Zugriff haben wie auf eine eigene Dienststelle. Das ist jedenfalls in der EU-Verordnung so angelegt. Und da möchte ich bezweifeln, ob Sie bei einer Aktiengesellschaft Zugriff haben wie auf eine eigene Dienststelle. Aber das können Sie wahrscheinlich besser beantworten. Heißt, eigentlich müsste die ÖBB dann alles, was sie machen wollen, im Prinzip auch in entsprechendem Maße umsetzen, weil Zugriff wie auf eine eigene Dienststelle heißt im Prinzip, es ist ein Teil ihrer Verwaltung und da gibt es eben ein Durchgriffsrecht. Sie hatten dann gesagt, ja, Sie seien dankbar, dass ich so ein paar Voraussetzungen genannt habe. Ja, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie eine Direktvergabe machen wollen, müssen Sie auch alle diese Voraussetzungen sinnvollerweise überprüfen. Wir können allerdings belegen, über alle Ausschreibungsverfahren, die wir durchgeführt haben, dass alle zu einem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt haben als die wenigen Direktvergaben, die wir gemacht haben. Also wir hatten zum Beispiel am Anfang eine Direktvergabe an die DB gemacht, weil bei einem Volumen von über 40 Millionen Zugkilometern sie nicht in der Lage sein werden, alles gleichzeitig auszuschreiben. Wir haben dann natürlich die Wettbewerbsergebnisse dagegen gesetzt und dann, sage ich mal, das schlechteste Wettbewerbsergebnis hat im Verhältnis zum DB-Preis pro Zugkilometer 1 Euro betragen. Ich kann das auch ruhig benennen, weil ich das überall schon benannt habe. Das war bei uns eine S-Bahn-Linie, die nicht ganz so stark nachgefragt ist und mehr einen Regionalbahncharakter hat. Da war im Prinzip die wettbewerblich vergebene Leistung im Verhältnis zur Direktvergabe 1 Euro pro Zugkilometer teurer. Das war dann schon mal pro Jahr ein Gewinn von 3,6 Millionen Euro. Wir haben jetzt eine Interimsvergabe gemacht aus dem Direktvertrag heraus. Selbe Leistung, vielleicht noch ergänzt durch Anpassungen im Feld nebendran.
hat, weil nur die DB bis auf ein, zwei Strecken im Prinzip alleine dastand, aber mindestens mal Wettbewerb fürchten müsste, zu einer Senkung der Kosten um 50% geführt. Im Wettbewerb wäre es wahrscheinlich noch günstiger geworden. Also wenn wir vorher für den Zugkilometer irgendwo zwischen 8 und 9 Euro bezahlt haben, liegt er jetzt zwischen 3 und 4 Euro. Und so können Sie im Prinzip jedes Verfahren durchgehen und Sie werden feststellen, dass Sie in einer Direktvergabe erstens unendlich mit dem Partner auf der anderen Seite verhandeln. Und da gibt es in den Köpfen mindestens unseres großen roten Bruders retardierende Momente. Wenn man mit denen verhandelt, da hat man dann nach einer gewissen Zeit auch keine Lust mehr drauf. Und dann tut man sich auch leichter, eigentlich die Rahmenbedingungen, die man gerne hätte, reinzuschreiben. Und dann bekommt man auch ein adäquates Angebot. Und siehe da, es geht. Dann schimpfen die zwar, aber dann sage ich, wieso? Ich helfe euch doch immer nur, ein bisschen besser zu werden. Und in der Tat ist die DB besser geworden. Sie gewinnt jetzt inzwischen auch wieder zunehmend Verfahren, nachdem sie lange Jahre eigentlich auch viel verloren hat. Also ihre Leistungsfähigkeit ist verbessert. Welchen Aspekt habe ich jetzt vergessen? Haben wir noch, ist noch was offen? Ansonsten würde ich sagen, dürfen Sie das dann durchaus auch sozusagen unter vier Augen noch im anschließenden Get-Together fortführen. Ich würde vielleicht doch jetzt die Chance noch nutzen, dem einen oder der anderen auch die Möglichkeit zu geben, eine Frage noch zu stellen bzw. eine Anmerkung zu machen. Bitte sehr. Werner Reiterländer, Land Steiermark. Ich möchte zwei kurze Anmerkungen machen. Und zwar Markus Schreilechner von der NÖBOG und ich haben aufmerksam den Ausführungen von Professor Kummer bezüglich der Mariazellerbahn zugehört. Und ich sage das deswegen, weil am 24. November haben Landesrat Wilfing und unser Verkehrslandesrat Lang ein Memorandum of Understanding in Mariazell gemeinsam mit dem Bürgermeister unterschrieben, wo drinnen steht, dass wir gemeinsam den Endbahnhof Mariazell auf Hochglanz bringen werden in den nächsten Jahren. Und ich finde, das ist ein sehr nettes, gemeinschaftliches, landesgrenzenüberschreitendes Projekt. Das wollte ich nur ergänzen. Und das Zweite ist die Erkenntnis, dass sich sogar eine Literaturnobelpreisträgerin mit dem öffentlichen Verkehr beschäftigt. Und zwar bekanntlich hat ja heute Peter Handke seinen 75. Geburtstag und auf der Titelseite der heutigen Kleinen Zeitung wird er von Elfriede Jelinek gewürdigt und diese Würdigung beginnt mit dem Satz: Dieser Dichter kennt die Fahrpläne und weiß, welchen Zug er nehmen und wo er ein- und aussteigen muss. Vielen, vielen herzlichen Dank. Da haben Sie jetzt auch zumindest, ich weiß nicht, ob ich der einzige Germanist darinnen bin, aber sozusagen mir eine Freude gemacht mit diesen Zitaten. Ja, vielleicht bitte. Darf ich da kurz darauf antworten. Aus genau diesem Grund heißt unsere Auskunft A nach B, dass sie für Literaten geeignet ist. Genau. Der Peter Handke ist aber auch ein großer Fußgänger, muss man sagen. Also er fährt nicht alles mit der Bahn. Weitere Fragen und Anmerkungen, bitte sehr. Wo gibt es denn noch? Da, in der dritten Reihe, der Herr, ganz außen. Ja, guten Tag, mein Name ist Liebhardt von Vor. Ich hätte nur eine Frage an Herrn Hussmann. Sie haben die Fahrzeuge angesprochen, die Doppelstockzüge. In Deutschland gibt es ja auch einen Riesentrend momentan wegen Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, auch bei Ihnen in der Region. Ist das ein Thema? Jetzt wollte ich fragen, wie Sie diese Technologien mit alternativen Antrieben, vor allem im Zugverkehr, weil es wurde heute auch schon angesprochen, die Elektromobilität, die autonomen Fahrzeuge, wie sehen Sie das, die Entwicklung bei den Strecken, sozusagen, die nicht elektrifiziert sind, weil ja sowohl in Deutschland, habe ich letztens gelesen, mehr als 50% sind derzeit nicht elektrifiziert. In Österreich haben wir auch sehr viele Anteile von nicht elektrifizierten Strecken. Wie sehen Sie da die Chancen, hier neue Technologien zu implementieren? Dankeschön. In Deutschland gibt es entweder schon gestartete oder vor dem Start stehende Ausschreibungen zum Thema Brennstoffzellenzüge, aber auch Elektrotriebzüge mit Batterietechnik. Niedersachsen hat jetzt gerade an die Firma Alstom einen Auftrag für 14 Fahrzeuge vergeben, hat das allerdings mit einem Förderbescheid von über 80 Millionen versehen.
Und darüber hinaus hat der Bund auch noch circa 15 Millionen dazugegeben. Und dann kann man sich natürlich schnell die Frage stellen, ist das wirtschaftlich? Wir haben eine Ausschreibung im Übrigen auch gestartet mit Brennstoffzellenzügen. Da wird in wenigen Tagen drüber entschieden. Aber Sie können sich vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir vergeben, vor so einem Hintergrund vielleicht doch eher gering sein könnte. Wir haben allerdings, und insofern eignet sich das RRX-Modell da sehr gut, dieses RRX-Modell als Grundlage der Ausschreibung gemacht. Warum? Es gibt eine neue Technik. Da hat kein Eisenbahnverkehrsunternehmen Erfahrung mit. Und da macht es natürlich umso mehr Sinn, auch da das RRX-Modell zur Grundlage zu machen und zu sagen, du hast es entwickelt, du hast es gebaut. Dann kannst du es auch einschätzen, ob das, in diesem Fall haben wir gesagt, 25 Jahre hält. Alstom hat gesagt, vom Grundsatz her haben sie kein Problem damit. Sollte die Ausschreibung scheitern, haben wir vor, und auch da haben wir schon eine Marktbetrachtung gemacht, eine Vielzahl von Linien, wo zum Beispiel die letzten 15 Kilometer oder die letzten 40 Kilometer nicht ausgebaut sind, eine Ausschreibung zu starten, wo wir Elektrotriebzüge mit Batterietechnik zulassen, auch wieder nach dem RRX-Modell, weil das ja auch eine neue Ergänzung ist. Die Industrie sagt, 80 Kilometer schaffen wir. Wenn man 80 Kilometer überschreitet, heißt das nicht, dass man die Technik nicht einsetzen könnte. Man kann ja eine Ladestation am Ende bauen. Also wir haben uns sowieso schon mit Wasserstoff, Brennstoffzelle und Elektrobatteriebussen in der Region auseinandergesetzt. Insofern bringen wir schon ein Vorwissen dazu mit. Wir werden da mehrere Linien zusammenlegen, kommen dann auf eine Anzahl von circa 40 Zügen. Das macht die ganze Sache dann auch schon wirtschaftlich viel, viel interessanter, weil die Kosten anders verteilt werden können. Wir werden wieder Wettbewerb haben, sowohl Stadler wie Siemens, aber auch Bombardier bieten Elektrotriebzüge mit Batterietechnik an. Das garantiert, dass man auch vernünftige Angebote wird bekommen können. Und natürlich werden wir wieder Brennstoffzelle zulassen, um dann eben zu sehen, was wird sich perspektivisch als wirtschaftlicher herausstellen. Ich glaube, dass es auf diesen kurzen Strecken dann doch der Elektrotriebzug mit Batterietechnik sein wird. Einfach weil das Erstellen der Infrastruktur und die Verfügbarkeit einer Brennstoffzelle offenbar noch nicht so ist, dass man sie wirtschaftlich so einfach hinstellt. Und man sollte natürlich dann auch den Anspruch haben, dass der Wasserstoff nicht mit Tank-LKWs angefahren wird, sondern an irgendeiner Stelle produziert wird. Und auch das ist durchaus technisch eine Herausforderung. Ich will Ihnen allerdings jetzt ersparen, welche Herausforderungen da noch alle dahinter stecken. Aber in der Schweiz ist das Schienennetz schon komplett elektrifiziert. Ist das nicht was, was für Österreich vor allem, aber auch für Deutschland viel Sinn macht, wo man viel Ökostrom hat, das Schienennetz zu elektrifizieren? Also die Schweiz ist da ja vorbildhaft. Die haben ja ihre Bevölkerung mehrfach befragt, was sie mit ihrem Schienennetz machen wollen sollen. Die sind hingegangen und haben gesagt, wie soll der Verkehr 2030 aussehen, wie soll der Verkehr 2040 aussehen. Das ist natürlich ein nachhaltiger Ansatz, der aus meiner Sicht auch Sinn macht. Und was die Schweizer dann schaffen, nach vielen Diskussionen, wie sie selber zugeben, ist dann ein einheitliches Bild damit zu erzeugen und dann sukzessive ihre Systeme entsprechend auszubauen. So, ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Umfang da Elektrifizierung schon stattgefunden hatte im Vorfeld. Bei uns muss so viel investiert werden, dass man sagen kann, das wird in den nächsten 20 Jahren nicht gelingen. Vor dem Hintergrund, dass Infrastruktur erneuert werden muss und so weiter. Und Sie können sagen, durchschnittlich pro Kilometer können Sie 1 Million Euro für Elektrifizierung ausgeben. Wir lassen zum Beispiel gerade eine Strecke elektrifizieren. So viel Geld ist gar nicht im System.
Und das kriegen sie auch so schnell nicht ins System, weil die gesamte Infrastruktur in Deutschland zum Beispiel stark erneuerungsbedürftig ist. Da würde ich eher auf ETCS setzen, damit man mehr Verkehr auf die Schiene bringen kann. Ich kenne jetzt die Infrastrukturverhältnisse in Österreich nicht, da müssten die Kollegen was zu sagen, aber wenn das auch in der Größenordnung ein Viertel oder ein Drittel zu elektrifizieren wäre, dann würde ich sagen, wird auch Österreich das wahrscheinlich nicht in einem ersten Schritt schaffen können. Mhm. Vielen Dank, Herr Scholl. Vielleicht nur ein Wort. Ich glaube, hier gibt es nicht entweder oder, sondern man wird beides überlegen müssen. Es wird natürlich Lückenschlüsse bei der Elektrifizierung geben müssen. Und ich denke, dass aus diesem Kostenargument der Akkuzug natürlich eine willkommene Alternative ist, die wir genauer anschauen sollten. Mhm, Dankeschön. So, jetzt schaue ich noch einmal in Ihre Reihen. Meine Damen und Herren, gibt es noch die eine oder andere Frage beziehungsweise etwas, wo Sie sagen, das muss ich noch loswerden? Coram Publico. Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Herr Landesrat, ich habe schon noch ein Thema, das darf natürlich in so einer Diskussion nicht fehlen, nämlich das Thema U-Bahn nach Niederösterreich. Es findet sich ja auch im Mobilitätspaket 2018 bis 2022. Wie wollen Sie es umsetzen? Gab schon Gespräche mit Wien? Ich vermute mal ja, aber wie intensiv und wie sozusagen auch realistisch? Naja, es ist gerade angeschnitten worden, das eine tun, das andere nicht lassen. Und in der Frage der U-Bahn-Verbindung von Wien hinaus in die umliegenden Städte nach Niederösterreich ist es für mich auch so, dass das eben keine Glaubensfrage ist und auch keine ideologische Frage, sondern eine rein technische, finanziell kalkulierbare Frage. Und genauso gehen wir das auch an. Das heißt, wir haben zum einen natürlich mit der Stadtgemeinde Wien schon länger Gespräche darüber, ob man U-Bahn nach Niederösterreich führen könnte. Und es gab ja schon, bevor wir diese Diskussion in Niederösterreich hochgezogen haben, von der Planungsstadträtin Maria Vasilaku die Zusage dem Bürgermeister Schlögl in Burgersdorf gegenüber, dass sie eine Studie mitfinanzieren würde, was eine U-Bahn-Verbindung nach Burgersdorf bedeuten würde. Und das war mit auch ein Grund, warum wir gesagt haben, dann sehen wir uns das im gesamten Gebiet rund um Wien an, in alle Himmelsrichtungen und versuchen wir mal uns anzusehen, wie ist das Bevölkerungswachstum, in welchem Raum, was heißt das technisch, denn, und das ist ja auch schon zu Recht angesprochen worden, unser Problem ist ja, dass die bestehenden Trassen so voll sind, dass wir darauf keine U-Bahn fahren werden lassen können. Das heißt, wir brauchen da neue Trassen. Die Frage ist, wo geht das oberirdisch, wo geht das unterirdisch? Denn das liegt dann natürlich wieder am Kostenfaktor immens auseinander, wie diese Trassen geführt werden. Das heißt, wie sieht das Ganze technisch aus in der Ausstattung? Und natürlich auch die ganze Frage, wie kann das dann mit Wien verknüpft werden? Das heißt, mit den ganzen Nachfolgeverkehren, die dort stattfinden. Und daher haben wir völlig ergebnisoffen mit den Bürgermeistern rund um Wien vereinbart, dass wir hier eine Studie in Auftrag geben, sehr detailliert, eben wie sieht das aus von den Fahrgastzahlen, wie stark oder wie viele Kilometer entfernt nützen dann auch Fahrgäste aus der Erfahrung von Wien und so weiter her die U-Bahn, wie weit sind sie bereit anzufahren, was heißt das dann finanziell, in welchem Raum kann das überhaupt ernsthaft weiterverfolgt werden und wo gibt man das sofort auf? Und diese Studie ist jetzt schon beauftragt. Fritz Zibuschka, der heute hier ist, wird das also koordinieren und selbst in großer Verantwortung mittragen. Wir werden erste Ergebnisse so Mai, Juni und wirklich das Ergebnis dann im Herbst nächsten Jahres haben, weil wir jedenfalls das sehr, sehr detailliert, sehr genau ansehen wollen. Denn, und ich sage jetzt auch ganz offen, auch das ist heute schon einmal gesagt worden, wenn so ein Projekt einmal für uns als erfolgreich angedacht wird, braucht es ja trotzdem mindestens 15 bis 30 Jahre, bis das dann in die Umsetzung kommt. Das heißt, man muss ohnehin jetzt anfangen, Nägel mit Köpfen zu machen, um dann in einer Zeit, die von uns noch viel erleben werden, das auch dann in eine Umsetzung gebracht zu haben. Und was wir uns auch ganz genau ansehen werden, ist, eben weil wir derzeit sehr, sehr stark auf die Verdichtung auch der Schnellbahnen setzen, derzeit haben wir in die Hauptverkehrsrichtungen den 15-Minuten-Takt ab eben 10. Dezember, das heißt in wenigen Tagen. Und dann ist auch zu vergleichen, denn ich habe mir mal, weil heute schon die Rede war auch von München, wo es immer knapper wird, aber wir haben uns vor, mittlerweile ist es 4 Jahren her, München angesehen und ich muss dazu sagen, wenn modernes Zugmaterial unterwegs ist, und das machen wir ja gerade mit den Cityjets, die bis 2019 dann überall ausgeliefert sein werden, sodass dann modernstes, komfortables, mit Klima
Einrichtungen und so weiter Zugmaterial unterwegs sein wird. Wenn modernstes Zugmaterial unterwegs ist, ist es für den Fahrgast kein Unterschied mehr, ob er U-Bahn fährt oder Schnellbahn fährt. Das ist dann für ihn relativ egal. Und so gesehen wird es in die vielen Himmelsrichtungen allein mit dem Verdichten des Schnellbahnangebotes ausreichen, die Pendlerwünsche erfüllen zu können. Und dort, wo wir zusätzlich ohnehin etwas machen müssen, denn eben mehr wie 24 Züge in der Stunde geht nicht. Dort wird man dann ernsthaft, wenn es dort genug Bevölkerung gibt, nachdenken müssen, ob wir nicht mit einer U-Bahn das zusätzlich dann auffetten. Vielen herzlichen Dank. Ich hätte noch eine abschließende Frage an die drei Referenten des heutigen Vormittags. Und zwar war ja wenig überraschend jetzt das Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr da, klarerweise. Das war deutlich herauszuhören. Ich hätte auch herausgehört, ja zu Investitionen in die Schiene. Aber da möchte ich noch ein bisschen nachhaken und Sie fragen, gilt das grundsätzlich sozusagen Investitionen in schienengebundene Fahrzeuge? Ist das eine sinnvolle Investition für die Zukunft? Ich beginne mit Ihnen. Sie haben auch den ersten Vortrag gehalten, Herr Kummer. Ja, ich bin nicht jemand, der sagt, jede Investition ist sinnvoll. Das heißt, man muss sich überlegen, erziele ich da richtige Wirkung? Aber ich denke, es ist noch erhebliches Potenzial da. Und wir brauchen einfach, klar, die Kombination von Infrastruktur und Fahrzeugen. Also wir brauchen moderne Fahrzeuge und moderne Infrastruktur. Und wenn man in die investiert, dann nehmen die Leute das auch an. Mhm. Und ich glaube aber auch, ich habe das vor 2 Jahren habe ich gesagt, Wien bräuchte eine neue U-Bahn. Finde ich sehr, kann 100% unterschreiben, dass mir ist das egal, wenn man da einen Bahntunnel baut und da S-Bahnen durchfahren, ist das genauso wunderbar. Ich bin ja Wissenschaftler, ich bin ja kein Dogmatiker, nicht? Also insofern, aber zurück zu, und eben wie gesagt, ich glaube, das Land Niederösterreich ist auf einem guten Weg, ne? Aber wir werden am Ende, hatte ich auch in meinem Vortrag glaube ich schon gesagt, nicht ohne Investitionen auch in Wien durchkommen. Vielen Dank. Vielleicht auch aus der Sicht jetzt der Stadt München ganz konkret, in der Sie ja auch Lehrender sind, aus städtischer Sicht. Ja, also ganz spannend diese Fragestellung. Braucht man U-Bahnen, die aus der Stadt ins Umland fahren? Also in München ist es so, die U-Bahn fährt in der Stadt und es gibt eine Ausnahme. Nach Norden hin, nach Garching, fährt eine U-Bahn raus. Dort ist ein wesentlicher Universitätsstandort. Die TUM, eine Universität, hat dort einen großen Campus. Und die Verkehrsbetriebe freuen sich, weil morgens fahren sehr viele Leute raus zu diesem Campus. Und natürlich Pendler kommen auch in die Stadt. Also eine Strecke, die in beiden Richtungen ausgelastet ist. Die Fahrzeit von der Innenstadt ist etwa eine halbe Stunde. Und ich glaube, das ist so in etwa das Maximum, was Leute bereit sind, in der U-Bahn zu sitzen. Wenn es dann länger wird, dann möchte man doch lieber auf Schnellbahnen umsteigen, bei denen man nicht immer wieder dann anhält an Stationen. Ein Beispiel ist das sogenannte Portland-Modell. In Portland, Oregon gibt es Schnellbahnen, die aus dem Umland kommen, die im Umland wie S-Bahnen fahren. Und dann fahren sie in die Stadt rein und in der Stadt fahren sie eher wie so eine Straßenbahn. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Badener Bahn in Wien hat schon ein ganz ähnliches Konzept, ja, wo es viele Stationen in der Stadt gibt und weniger im Umland. Und ich denke, das ist ein gutes System. Das andere System in München, wo Sie es ansprechen, ist, es gibt Schnellbahnen, die sehr eng integriert sind mit den U-Bahnen. Das heißt, es gibt Stationen, an denen ich sehr komfortabel umsteigen kann. Die S-Bahn hält auch häufig in der Innenstadt, aber nicht so häufig wie die U-Bahn. Und es gibt viele Anknüpfungspunkte, wo ich leicht umsteigen kann. Die Takte sind aufeinander abgestimmt, sodass das Pendeln mit der S-Bahn in die Stadt rein und dann innerhalb der Stadt mit der U-Bahn relativ gut funktioniert. Vielen Dank, Herr Husmann. Aus der Sicht des Chefs eines Verkehrsunternehmens oder Verbundes, der ja auch, wie wir gesehen haben, Zentren, einige städtische Zentren, verbindet mit dem herumliegenden ländlichen Raum. Also da kann ich eigentlich schon fast für NRW reden. Denn Verkehr endet nicht an imaginären Grenzen. Insofern denkt der VRR auch nicht VRR, sondern NRW. Wir setzen uns mit den Nachbarn auseinander. Ich hatte es ja eben schon gesagt, es wird dringend nötig sein, Engpässe, Knoten zu erweitern, auszubauen, um den gesamten Verkehr möglich zu machen. Das ist nicht nur im Ruhrgebiet so, das wird in allen Ballungsräumen der Fall sein und letztendlich gilt das auch für Wien und sein Umland. Oder nehmen wir München, ich wohne ja in München, die bauen jetzt zum Beispiel oder wollen bauen eine S-Bahn-Verbindung von Augsburg zum Flughafen. Sie wollen weitere Linien um München herum erschließen, sie bauen eine zweite Stammstrecke.
Auch da verbreitet sich das System immer weiter in die Landschaft hinaus. Dasselbe, was Sie ja hier festgestellt haben, hat man da auch schon festgestellt. Die Leute ziehen weiter raus, also wird mehr gefahren. Auch wir machen die Erfahrung, dass die Leute weiterfahren. Es gibt Menschen, seitdem wir die Direktverbindungen haben, die pendeln inzwischen jeden Tag von Münster nach Düsseldorf. Und das sind über 100 Kilometer. Und davon gibt es ganz viele. Ganz einfach, weil sich die Art des Arbeitens eben auch wandelt. Den autonomen Verkehr, wenn ich was dazu sagen darf, kurz, sehe ich in 5 Jahren noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er diese Verbindung wirklich gefährden kann. Denn dann habe ich immer noch volle Straßen. Womöglich habe ich noch mehr volle Straßen. Insofern glaube ich das nicht. Und autonom fahren als Jurist, sage ich mal, setzt voraus, dass ich vorher die ethische Frage geklärt habe, wer ist eigentlich schuld? Und nach mindestens mal deutschem Schuldrecht, aber ich glaube, hier ist das, oder Strafrecht, ist das nicht anders in Österreich, muss ich sagen, wer ist denn jetzt schuld, wenn es zu einem Unfall kommt? Und meinetwegen die Frage ansteht, da ist eine alte Oma und 3 Kinder. Fährt das Auto dann auf die alte Oma zu, weil das Alter erreicht ist, wo man sagen kann, macht nichts? Oder fährt es auf die Kinder zu? Und dann stellt sich die Frage, ja, warum auf die Kinder? Weil nach ethischen Grundsätzen jeder Mensch gleichwertig ist. Und es ist auch nicht eine Frage der Vielzahl sein kann. Und der deutsche Gesetzgeber bisher entschieden hat, der Hersteller ist immer schuld. Und damit wird es aber langsam schwierig. Denn Hersteller wird sich diese ganzen Prozesse möglicherweise gar nicht anziehen wollen. Also ich glaube, auf eine Teilautonomie wird es hinauslaufen, auf eine Komplettautonomie kann ich mir momentan vor unserem juristischen System noch nicht vorstellen. Da sind in der Tat noch sehr, sehr viele Fragen natürlich und Problemstellungen ungelöst und noch offen. Ich möchte, bevor wir dem Herrn Landesrat dann das Schlusswort geben, noch Sie beide fragen, Sie als sozusagen Verantwortliche und Umsetzer auch hier. Was nehmen Sie jetzt konkret auch mit aus diesem heutigen Symposium, sozusagen, wo Sie sagen, das nehme ich mir jetzt ganz besonders vor und das ist jetzt auf der Agenda ganz nach oben gerückt, sozusagen. Die Breite des Ansatzes, der Dialog mit allen Betroffenen und die Vielfältigkeit der Modelle. Es gibt nicht eine Lösung, die über alles passt. Gerade in dem vielfältigen Land des Niederösterreich und die gesamte Ostregion mit der Metropolregion Wien wird uns viele verschiedene Modelle auferlegen, wird sie uns abverlangen. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, den Dialog jetzt zu beginnen und vielfältig zu halten. Das nehme ich mit. Mhm, vielen herzlichen Dank, Herr Baresdorfer. Ich nehme mit, dass wir unsere Strategie weiterentwickeln. Mit der sind wir sehr gut gefahren bisher. Wir haben sehr viel umsetzen können und ich denke, das ist für uns die nächste wichtige Aufgabe, die weiterzuentwickeln, zukunftsfähig zu bleiben. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Fragen und für Ihre Aufmerksamkeit. Wir, schlage ich vor, gehen jetzt von der Bühne runter und überlassen die Bühne dem Herrn Landesrat für das Schlusswort. Dankeschön. Danke. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, danke für die hochinteressanten Inputs. Danke für diesen verlängerten Vormittag, den ich insofern sehr genossen habe, als viele Dinge angesprochen worden sind, die uns tagtäglich beschäftigen und wo wir vieles mitnehmen können, dass wir eben in den nächsten Gesprächen, Diskussionen, Herausforderungen auch mitdenken und mitbewerten können. Und ich würde jetzt kein großes Schlussreferat halten, vielleicht nur noch, weil man ja gerade als Politiker gewohnt ist, immer wenn etwas gesagt wird, will man darauf eine Antwort geben. Und da kann ich noch 3 Dinge jetzt kurz anreißen. Zum Ersten danke dem steirischen Kollegen, weil, und das kann ich allgemein sagen, so wie bei der Mariazellerbahn, wir es verstanden haben, in dem Fall sogar uneigennützig aus Sicht Niederösterreichs, denn die Entscheidung, die Mariazellerbahn zu modernisieren, war eine rein niederösterreichische Entscheidung, obwohl wir gewusst haben, dass die steirischen Freundinnen und Freunde davon sehr, sehr stark mit profitieren werden. Aber danke dafür, dass es heute eben diese Gemeinsamkeit gibt und auch die gemeinsamen Investitionsbereitschaften, weil es wichtig ist, eben gerade auch diese
so wichtige Nebenbahn modern zu halten und das auf allen Teilen der Strecke. Und so gesehen kann das, und auf das wollte ich kommen, wirklich auch bestätigt werden mit der Stadtgemeinde Wien. Das sage ich auch ganz offen, weil auch hier eine Partnerschaft besteht, die sehr eng funktioniert. Denn wenn wir jetzt wieder vom 10. Dezember reden, das heißt, dass wir dort viele neue Zugkilometer über 3 Millionen bestellt haben, dann ist ja völlig klar, dass das zwar Niederösterreich zum Großteil stemmen muss, auch von den einzelnen Investitionen her, aber natürlich kein Zug genau an der Wiener Stadtgrenze endet, sondern trotzdem bis Westbahnhof, Hauptbahnhof und so weiter weiterfährt. Das heißt, die Wienerinnen und Wiener müssen hier auch mitzahlen und das machen sie auch. Das heißt, es war wirklich die Bereitschaft innerhalb kürzester Zeit, auch bei den Wienern gegeben, mit uns gemeinsam den öffentlichen Verkehr weiterzuentwickeln. Und das gilt ganz, ganz sicher, weil heute die Frage schon war, auch in der Frage U-Bahn, wo wir eben auch, ich sage jetzt bewusst, mit Hausverstand uns ansehen werden, was macht Sinn und was ist über andere Mobilitätsträger effizienter, wirtschaftlicher, sparsamer zu lösen, bei der gleichen Fahrgastzufriedenheit, die hier erzielt werden kann. Und genauso werden wir das auch angehen. Und ich bin daher nicht pessimistisch, dass es keine geben wird. Es kann ähnlich wie in München sein, dass es ein, zwei Richtungen gibt, wo es Sinn macht. Und genauso gut kann es sein, dass es eben in den anderen Himmelsrichtungen besser ist, Schnellbahnen noch besser auszubauen. Und da komme ich gleich zu dem Zweiten, was ich hier unbedingt anmerken wollte, nämlich völlig recht hat Professor Kummer, es braucht viele weitere Investitionen, eine jedenfalls auch, und das betrifft in dem Fall Wien. Wir werden über kurz oder lang eine dritte Stammstrecke durch Wien brauchen. Auch hier gibt es die Bereitschaft der Stadtgemeinde Wien, mit uns gemeinsam das zu erforschen, mit den Planungen zu beginnen. Denn, wie ich schon gesagt habe, wenn wir uns das ansehen, trotz vieler Investitionen, die wir derzeit tätigen, ich sage jetzt nur Marie Gast, um Wien, Bratislava besser zu verbinden, was natürlich auch das Machfeld immens bereichern wird, denn das wird auch ein Impuls sein, den man eben jetzt schon gemerkt hat bei den Bevölkerungszahlen. Wir wissen, dass überall dort, wo ein Hochleistungsverkehrsträger besteht, ob das jetzt die Bahnen sind oder auch Autobahnen, denn dort gilt das ganz genauso, im Schnitt die Bevölkerung um 7% rascher wächst als in einer Entfernung von 20 Kilometer. Das heißt, wenn der Machegast ausgebaut ist, und das wird bis 2024 der Fall sein, dann wird auch das gesamte Machfeld hier eine Entwicklung nehmen, sowohl wirtschaftlich als auch in der Demografie, der bemerkenswert sein wird, weil das gleich aufs Jahr oft 5-10% zusätzliche Ansiedlungen bedeutet und dann natürlich auch eine Dynamik auslöst, die gerade bei den zwei nächsten Hauptstädten der Welt, nämlich Wien und Bratislava, beachtlich sein wird, auch in dem Raum dazwischen. Wenn wir auch die Pottendorfer Linie ausbauen, um den Süden besser erschließen zu können, ebenfalls bis 2023, dann gibt es viele Investitionen. Trotzdem ist es so, dass wir nach Gänsendorf nicht einen Zug mehr fahren können, dass wir Richtung Klosterneuburg hinaus nicht einen Zug mehr fahren können, weil das Wien nicht mehr aufnehmen kann. Denn mehr wie 24 Züge in der Stunde geht nicht. Daher werden wir eine dritte Stammstrecke brauchen, müssen auch jetzt damit beginnen, um das auch noch zeitgerecht, denn, und davon bin ich überzeugt, bei all den Gesprächen, die wir heute schon gehört haben, autonomes Fahren und so weiter, wird es den öffentlichen Verkehr brauchen, damit wir, wenn wir nur davon ausgehen, dass die Zahlen, die die österreichische Raumordnungskonferenz berechnet hat und die sich ja in den letzten Jahren bewahrheitet haben, nämlich dass der Raum Großraum Wien um 400.000 Menschen wachsen wird bis 2030. Und davon können wir ausgehen. Und für viele, die das schon wissen, als eine Wiederholung, ansonsten als eine neue Botschaft, seit ungefähr 3 Jahren leben ja 30 Kilometer rund um Wien mehr Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher als im Rest des Landes. Und diese Dynamik wird sich ganz, ganz sicher fortsetzen, egal welche Mobilitätsform, ob autonomes Fahren oder anderes, stattfindet. Und das heißt, dass wir hier die Anstrengungen, den öffentlichen Verkehr noch besser technisch auszustatten, gegeben sein müssen. Und da werden wir auch in neue Trassen, in neue Linien denken müssen. Und das wird eben diese dritte Stammstrecke in Wien brauchen, weil wir ansonsten einfach technisch an Grenzen stoßen und diese Grenzen müssen wir, ich sage es ganz einfach, durchbrechen. Und das ist mittlerweile auch den Wiener Verantwortlichen bewusst, weil sie eben bereit waren, auch hier ernsthaft in Gespräche mit uns einzutreten und das gemeinsam anzugehen, dieses Projekt. Und darüber hinaus für Niederösterreich bleibt es dabei, dass wir die Hauptverkehrsachsen als unsere Bahnachsen sehen, dass wir dorthin natürlich sowohl den Individualverkehr als auch die Busverkehre haben und dass wir, wie ich es schon gesagt habe heute, gemeinsam insgesamt bis 2023 bereit sind, 3,3 Milliarden zu investieren in Schiene und Straße, weil wir beides brauchen. Es gibt einzelne, ich sage jetzt bewusst, kleinere Straßenprojekte, Umfahrungen, aber auch natürlich, wir müssen auch die Überlandstraßen fit halten. Auch hier wird es weiter große Anstrengungen brauchen, um das bewerkstelligen zu können. Und wir werden sehr, sehr
bevölkerungsgerechte, eben weil wir so Allrounder im geografischen, topografischen Sinne in Niederösterreich sind, weil wir eben mit Verdichtung im Primär im Wiener Umland erleben müssen, weil wir aber auch sowohl die Busverkehre als auch die Bedarfsverkehre im ländlichen Raum brauchen. Weil im ländlichen Raum habe ich die Situation, dass ich zwar in der Früh einen großen Bus brauche, weil die Schülerzahlen dort Gott sei Dank noch immer so sind, dass 50, 60 Schüler aufgesammelt werden entlang der Strecke, um dann in die Bezirksstadt zu ihrer Mittelschule oder zu ihrem Gymnasium oder zu ihrer Handelsakademie zu kommen, die von einer zurück dann am Nachmittag. Nur dazwischen ist halt öffentlicher Verkehr, wenn wir ganz ehrlich sind, kaum nachgefragt. Und wir brauchen daher mehr Bedarfsverkehre mit den Anrufsammeltaxis, wie ja schon angesprochen worden ist, dem Istmobil in Korneuburg. Und ich glaube sogar, dass gerade autonomes Fahren dazu führen wird, hier neue Ergänzungen anzubringen, die dann hochinteressant sind und die gerade die Flexibilität, die wir dort brauchen, auch teilweise mitlösen werden können. Dort sehe ich sogar sehr viele Zukunftschancen, weil das dort auch Sinn macht und wir ganz, ganz sicher in Zukunft hier viel, viel intensiver bedarfsgerechte Verkehre anbieten müssen, um in der Fläche hier jede Ortschaft, jede Gemeinde zu versorgen, aber nicht immer mit 50er Bussen, die dann nicht nur halb leer, sondern wie gesagt, mal 2% besetzt, nämlich der Chauffeur und es hochgeht ein Fahrgast durch die Gegend zu gondeln, weil das sicher nicht das Zukunftsszenario sein soll. Die Regionalverkehre bleiben für uns ganz, ganz entscheidend. Daher das große, die große Bereitschaft, wie ich heute schon gesagt habe, insgesamt, und das ist also bei uns in der Landesregierung beschlossen worden, mit den ÖBB ausverhandelt worden, 875 Millionen, um all die Regionalverkehre, die wir derzeit im Verkehr haben, die derzeit schon betrieben werden, auch in die Zukunft zu stützen, weil uns das ganz, ganz wichtig ist. Und ansonsten bleibe ich dabei, dass die Hauptverkehrsadern die Bahnlinien sind und wir mit Ausbau Park- und Reitplätze, auch hier haben wir vereinbart, gemeinsam mit den österreichischen Bundesbahnen, wo ich mich wirklich bedanken möchte, weil es hier große Bereitschaft gibt, mit uns gemeinsam das anzugehen, die schon von mir erwähnten 112 Bahnhöfe bis 2030, aber auch weitere 4000 Park-and-Ride-Plätze gemeinsam festgeschrieben haben. Das ist auch eine Erhöhung um 10% dessen, was wir derzeit anbieten mit 38.800. Das heißt, unsere Pendler werden zu Easy Riders in den nächsten Jahren werden, weil sie diese Park-and-Ride-Plätze ideal nutzen können und eben die Bahnhöfe als wirkliche Hotspots des öffentlichen Verkehrs auszubauen, denn das ist auch gesagt worden heute schon, multimodal, weil es hier darum geht, kurze Aufenthalte, um sowohl im Taktverkehr sofort den nächsten Bus oder die nächste Bahn zu erreichen, aber natürlich mit all den modernen Einrichtungen, die wir heute auf einem Bahnhof erwarten und wie sie auch gerade durch die Digitalisierung, die wir heute haben, hier auch in Zukunft genutzt werden können. Niederösterreich, und damit möchte ich abschließen, weil es heute natürlich primär um den öffentlichen Verkehr ging, wiewohl Straßenverkehr genauso wichtig ist und wir beides immer im Auge haben, gerade für mich als Weinviertler, der ja am Freitag den großen Tag erlebt, also um ca. 10 Uhr, ich darf es zwar nicht laut sagen, hat Matthias Finek eingetrichtert, aber ab 10 Uhr das erste Mal die Weinviertel-Autobahn rund um Polsdorf befahren werden dürfen, weil die jetzt gerade in Verkehr geht ab Freitag, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Bleibt dabei, Niederösterreich, und auch das wissen die wenigsten, daher möchte ich das jetzt sagen, Niederösterreich ist das Bahnland Nummer 1 in Österreich. Ein Drittel aller Bahnhöfe Österreichs liegt auf niederösterreichischem Grund und Boden. Mehr als ein Drittel aller Bahnkilometer Österreichs sind auf unseren niederösterreichischen Schienen gelegen. Zwei Drittel aller Fahrgäste Österreichs sind hier bei uns im Osten, Wien, Niederösterreich unterwegs. Und jetzt wieder im EU-Vergleich. Richtig, Schweiz ist Bahnweltmeister mit glaube ich, knapp 3.300 Kilometer pro Einwohner pro Jahr. Aber EU-Meister und Zweiter beim Bahnfahren sind die Österreicherinnen und Österreicher mit über 2.400 Bahnkilometer pro Einwohner. Und jeder von uns weiß, was das bedeutet. Ich kenne kaum einen sportlichen Bewerb, wo wir in der Welt Zweiter sind. Beim Bahnfahren sind wir es und darauf können wir stolz sein. Und das heißt, dass wir weitere Anstrengungen unternehmen, um noch besser zu werden und die Schweiz nervös zu machen. In dem Sinne, danke, alles Gute, toi, 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 Glück auf. Vielen Dank, Herr Landes. Es ist immer schön, wenn wir irgendwo besser sind als die Deutschen, nicht? Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch zum Schluss zwei organisatorische Hinweise. Hinweis Nummer eins, die Informationen zum heutigen Symposium, also die Charts, aber auch den Film zum Beispiel und alle Materialien, die Sie brauchen, die vielleicht für Sie interessant sind, finden Sie unter
dieser Adresse www.mobilitätsland-niederösterreich, also nö.at. Dann darf ich noch bitten, die Referenten kurz hier zu bleiben für ein gemeinsames Foto dann auf der Bühne. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, darf ich mich nochmals sehr, sehr herzlich bedanken für Ihr Kommen, für Ihre Ausdauer und für Ihre Aufmerksamkeit, aber auch für Ihre Beiträge. Ich darf Sie jetzt im Namen des Herrn Landesrates noch einladen zu einem kleinen Get-Together. Ich wünsche Ihnen dafür anregende Gespräche und auch noch eine gute Unterhaltung. Und dann kommen Sie bitte gut nach Hause, wie immer Sie unterwegs sind. Bleiben wir alle auf dem Weg, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und jetzt schon natürlich schöne Weihnachten. Auf Wiedersehen.